Aber um noch einmal auf Inside zurückzukommen, dieser Lander ist stationär. Er ist für immer und ewig am selben Ort gefangen und versucht, ein genaueres Bild vom Inneren des Planeten zu bekommen. Ende September zeichneten die Instrumente diese Töne auf. Darauf ist zu erkennen, wie der Meteorit zuerst auf die Atmosphäre trifft, dann explodiert und kurz darauf treffen die Fragmente auf den Boden. Hör dir das noch einmal an. Hörst du noch einmal an. Dieser seltsame Ton entsteht, wenn die tiefen Töne vor den hohen Tönen ankommen. Klingt ein wenig wie ein Zeichentrick-Soundeffekt. Darauf setzte die NASA dann die Instrumente des Mars-Satelliten HiRISE ein, um diese atemberaubenden Aufnahmen der frischen Einschlagskrater zu machen. Der Meteorit hat mindestens 3 erkennbare neue Krater gebildet. Das passt den Wissenschaftlern ganz gut, denn dieser Meteorit erlaubt es, in die tiefer liegenden Schichten der Marsoberfläche zu blicken.